Ja, so, das ist dann also meine Self-Made-Ladestation, um die Kontrolle der HP Reverb aufzuladen. Das Ganze basiert auf einem 3D-Druck, den ich auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Den Ausdruck habe ich dann mit etwas schwarzer Farbe und Effektlack besprüht. Ja, was wir dafür brauchen, sind wieder aufladbare Akkus, zwei USB-Ladegeräte, ein 3-fach-Euro-Stecker, Micro-USB-Kabel mit Magnetverbindung, der 3D-Druck, beide Teile und natürlich die Controller. Die genaue Beschreibung der Artikel bei Amazon könnt ihr hier sehen. Wir stecken schon mal die beiden Ladegeräte in den Mehrfachstecker. Hier ist darauf zu achten, dass definitiv zwei unterschiedliche Ladegeräte verwendet werden und nicht ein Ladegerät mit 4 USB-Stecker. Die Erklärung dafür kommt gleich. Die 4 Micro-USB-Magnetstecker stecke ich schon mal in die Akkus rein, die verbleiben auch immer fest in den Akkus. Schon mal als kleine Vorwarnung, in den Batteriedeckel müssen zwei Löcher gebohrt werden. Das ist natürlich nichts für jedermann, sondern nur für jemanden, der sich das auch wirklich zutraut. So, also funktionieren tun sie schon mal, dann geht's weiter. Hier klebe ich schon mal etwas rotes Klebeband auf den Mehrfachstecker, nur damit später der Schriftzug besser zur Geltung kommt. Die Magnetstecker lassen sich dann von hinten durch den Halter durchführen und sollen vorn etwas rausstehen. Den Controller dann vorne schon mal draufklipsen, um die Position der Stecker genau zu bestimmen. Wenn man mit der Position dann zufrieden ist, kann man die Kabel in dem dafür vorgesehenen Halter befestigen, sodass sich der Stecker kaum noch bewegt.
und auf der anderen Seite dann genau das gleiche. Jetzt also noch die Erklärung, warum man zwei Ladegeräte verwenden soll und nicht nur ein Ladegerät mit vier Ports. Die Batterien haben einen eigenen kleinen Ladekontroller, der mit dem Minuspol des Akkus verbunden ist. Wenn man beide Akkus einfach so frei liegen lädt, gibt es natürlich noch keine Probleme. Im eingebauten Zustand werden die beiden Akkus in Reihe geschaltet, was aber beim Laden überhaupt nicht gut ist. Denn der kleine eingebaute Ladekontroller hat eine direkte Verbindung zum Minuspol des Akkus. Somit wird der erste Akku über das Netzgerät kurzgeschlossen. Das darf natürlich auf gar keinen Fall sein. Darum verwende ich zwei einzelne Netzteile. Das erste Netzteil lädt also somit den obersten Akkus jeweils des rechten und linken Controllers. Das zweite Netzteil lädt dann den unteren Anschluss jeweils des rechten und linken Controllers. Wie die Verkabelung dann aussehen soll, könnt ihr hier sehen. Die vier Anschlusskabel werden dann gebündelt und durch den mittigen Kabelschacht nach oben geführt. Oben sollten dann die Kabel etwa 60 mm rausstehen, damit man die noch richtig einführen kann. Die ganzen Kabelreste dann unten in diesem Zwischenboden etwas verstauen. Dann kann man diesen Bereich mit dem Mehrfachstecker und den Netzteilen von oben abdecken. Und mit dem zweiten Teil des 3D-Drucks wird die ganze Sache dann verriegelt. Geht recht stramm drauf, dafür wackelt aber auch nichts. Die USB-Stecker noch draufstecken, so wie im Diagramm gezeigt. Die rausstehenden Kabel noch irgendwie in den Zwischenraum reintüdeln. So, dann mal der Test. Controller drauf und ja, eigentlich nicht schlecht. Die ganze Ladestation kann man dann direkt in eine Wandsteckdose stecken oder mit einem Verlängerungskabel als Tischgerät verwenden. Dazu klebe ich noch ein paar Gummifüße an. Ja, das war's dann auch schon. Einmal hier als Tischgerät verwendet.
oder dann einfach in die Wandsteckdose stecken und Controller laden. Und tschüss.